Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich an den guten Vorsatz, den ich gestern gefasst habe, halten. Auch heute nicht die Argumente, wenn man bei Anträgen große Übereinstimmung feststellt, zu wiederholen. Deshalb eine zeitliche Abkürzung. Ich stimme all dem zu, was meine Vorredner zu dem Thema gesagt haben. Eine wichtige, gute Gelegenheit, die europäische Verständigung erneut zu unterstreichen. In der Tat sind Jubiläen solche Anlässe, genau das zu tun. Und hier handelt es sich um den Nukleus der europäischen Entwicklung, wo Nordrhein-Westfalen eine privilegierte Partnerschaft hat. Im Übrigen sind auch die Parlamente miteinander verbunden. Auch diese Arbeit könnte vertieft werden. Erst jüngst gab es dazu ein Treffen. Ich würde mir wünschen, dass das im Rahmen der weiteren Beratungen vielleicht noch mit einfließen könnte. Wir müssen ja nicht gleich die höchste Stufe, siehe Élysée-Vertrag, anstreben, aber dass auch die Parlamente das mit einer gewissen Erklärung begleiten. Eine solche Vertiefung der Partnerschaft fände ich eine gute Erweiterung dessen, was Sie gut auf den Tisch gelegt haben. Darüber hinaus würde ich mich freuen, wenn Sie auch erwähnen könnten, dass in den letzten 7 Jahren die Benelux-Strategie der alten Landesregierung Voraussetzung dafür war, jetzt die Partnerschaft auch noch zu erweitern. Auch das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich uns gute gemeinsame Beratung. Etwas Betrübliches leider, dass nach mir solche europäischen Anträge immer wieder dazu geeignet sind, beim nationalvölkischen Teil des Parlaments die europafeindliche und damit auch bürgerfeindliche Politik hier zu verbreiten. Das finde ich bedauerlich, aber offensichtlich nicht zu verhindern. Vielen Dank.